Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur neuen Wochenbotschaft für die Woche vom 30. September bis zum 6. Oktober 2024. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Dankeschön fürs Zuschalten. Ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es euch richtig gut geht. Und solltest du jetzt hier bei mir ganz neu sein auf dem Kanal, dann begrüße ich auch dich ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich habe ja am Samstag einen Post verfasst, wo ich gesagt habe, ja, die Wochenbotschaft kommt ein bisschen später. Ich hatte gestern keine Zeit, ich hatte Besuch gehabt und deswegen hat es nicht geklappt. Aber hier bin ich nun mit der Wochenbotschaft jetzt für diese Woche. Und so wie immer stelle ich euch erst einmal die Kartendecks vor, die ich heute verwende. Vor dir siehst du, damit mache ich auch den Anfang, das ist das Everyday Witch Tarot von Deborah Blake. Dann verwende ich das Floralis Lenormand von Chrysantra. Dann verwende ich, das ist das Green Witch's Oracle. So, auch mit dabei das Ask Your Guides Orakel von Sonia Choquette. Und zu guter Letzt verwende ich von Melanie Missing das Avalons, ja, das Avalons Vermächtnis Orakel. Okay, so viel dazu, ihr Lieben. Jetzt würde ich sagen, starten wir doch ganz einfach mal mit der Wochenbotschaft jetzt für diese Woche und schauen mal, was denn die wichtigen Hinweise sind jetzt für diese Woche, für das Kollektiv, also für uns alle, für euch und womit wir in dieser Woche so konfrontiert werden. Denkt bitte daran, ihr Lieben, das hier ist natürlich eine ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Solltest du also Ende dieser Woche feststellen, okay, war nicht ganz so stimmig, ist nichts eingetroffen, dann lass bitte los und mach das Ganze nicht noch irgendwie passend. Wenn du wirklich das Gefühl hast, boah, ich war überhaupt nicht dabei, dann lass bitte einfach los, okay? So, okay. Also, was bringt denn jetzt diese Woche dem Kollektiv? Was bringt diese Woche? Was sind die Energien in dieser Woche? Der 30. September bis 6. Oktober diese Woche. Was bringt diese Woche? Diese Woche. Die Energien bitte für diese Woche. Okay, die hier will. Bitte für diese Woche. Die Energien für diese Woche. September bis 6. Oktober diese Woche. Ich hätte ganz gerne noch drei Karten. Okay, die hebe ich gleich auf. So, noch eine. Ist ein bisschen zu unklar jetzt gewesen. So, noch eine Karte hätte ich ganz gern für diese Woche. Noch eine Karte bitte für diese Woche. Okay. So, die kommt dahin. Okay, ihr Lieben, das Ganze lege ich euch erstmal so wie immer ordentlich in die Kamera. Und dann geht es los mit dem Reading jetzt für diese Woche. Oh, das ist ein bisschen. Das war jetzt nicht ganz so, wie ich das wollte. Okay, ich glaube, dass das jetzt erst einmal so geht. Okay, ihr Lieben, ich beginne und zwar mit der Karte jetzt hier unten drunter. Und diese Karte ist auf jeden Fall natürlich jetzt für diese Woche von größerer Bedeutung. Sie hat auf jeden Fall was zu sagen und diese Karte gilt es nicht zu ignorieren. Und mit dieser Karte beginne ich jetzt. Da haben wir folgende unterliegende Energie für diese Woche. Das sind jetzt hier die zwei der Schwerter. Okay, die zwei der Schwerter ist so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass man vielleicht ein bisschen zweifelt. Die zwei der Schwerter ist eine Energie von, ja, wo man gewisse Zweifel hat, wo man ein bisschen skeptisch ist, wo man sich vielleicht auch nicht wirklich entscheiden kann, wo man etwas verwirrt ist vielleicht auch. Ja, also hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es hier möglicherweise etwas gibt, wo es durchaus sein kann, dass es da eine Energie gibt oder jemanden, der dir hier versucht, in etwas reinzureden. Ja, wir sehen hier, die Frau ist hier abgebildet, die hat die Augen verbunden und sie hat schon mal die Mitte getroffen, sie hat schon mal ins Schwarze getroffen. Die Frage ist, tut sie es wieder?
Weil sie wird hier abgelenkt von der Krähe. Ja, und eine Krähe kann schon auf jeden Fall ganz schön Lärm machen. Also hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass die zwei Schwerter auch für Unentschlossenheit stehen, für gewisse Zweifel. Entweder ist es so, dass es in dieser Woche etwas gibt, du hast etwas vor, du hast ein bestimmtes Ziel oder du tust allgemein irgendetwas und dann gibt es jemanden von außen oder vielleicht auch eine innere Stimme, die dir sagt, nein, mach das mal lieber so und so und ah, sollst du das wirklich so machen? Also hier lass dich auf jeden Fall nicht verunsichern. Wichtig ist bei dieser Karte, höre auf deine Intuition, höre auf deinen Instinkt, höre auf dein Bauchgefühl. Ja, du weißt auf jeden Fall, was richtig ist. Lass dir also von anderen Menschen oder aber von deinem Verstand nicht irgendetwas einreden. Ja, sänftige oder besänftige deinen inneren Zweifler. Das ist das, was hier damit gemeint ist. Ja, spannend. Was haben wir hier drunter? Der König der Kelche. Der König der Kelche ist jemand, der hört auf sein Gefühl. Ja, der ist im Gefühl, der meint es auf jeden Fall gut. Es kann durchaus auch sein, dass du in dieser Woche es mit jemandem zu tun hast, der dir vielleicht etwas einreden möchte oder der dir versucht, etwas zu sagen, einen Rat vielleicht auch geben möchte. Da wirst du aber angeleitet, höre bitte auf deinen Instinkt. Ja, ich habe aber auch trotzdem das Gefühl, dieser Mensch meint es gut, er meint es nicht böse. Ja, also einige von euch, ihr scheint es möglicherweise in dieser Woche mit jemandem zu tun haben. Das ist wirklich jemand, der meint es gut. Das ist jemand, der ist gefühlvoll. Ja, und deswegen wird ja gesagt, ja, dieser Mensch kann dir einen Rat geben, aber du musst hier wirklich bedenken, ist das dann das Richtige? Ist dieser Rat wirklich wertvoll für mich? Wenn ich diesen Ratschlag befolge, ist es dann auch wirklich stimmig für mich? Das darfst du dich fragen. Das musst du dich wirklich fragen, weil hier geht es wirklich darum, bei sich selbst zu bleiben. Auch wenn dieser Mensch es wirklich auch gut meint. Ja, Könige symbolisieren auch oftmals durchaus Gegenüberenergien, während die Königinnen für den Zuschauer stehen, beziehungsweise auch die Herrscherin. Gut, Ast der Schwerter. Gespräche, Klärungen, also es kann durchaus sein, dass in dieser Woche etwas geklärt wird. Es kann bedeuten, dass jemand versucht, dich irgendwie von etwas zu überzeugen. Bleib hier auf jeden Fall standhaft, bleib bei dir, höre auf deinen Instinkt, das ist ganz wichtig und besänftige deinen inneren Zweifler. Und solltest du es in dieser Woche nicht mit einem anderen Menschen zu tun haben, der dich hier irgendwie von etwas überzeugen möchte, dann wird hier gesagt, höre auf deinen Instinkt mit dem Kelchkönig, okay? So, jetzt schauen wir doch ganz einfach mal, was rausgefallen ist. Ich beginne mit der ersten Karte, ihr Lieben, jetzt für diese Woche. Und da haben wir die 10 der Stäbe. Okay, die 10 der Stäbe ist eine gewisse Belastung. Das ist eine Karte, wo man sehr viel arbeitet, wo man wirklich sehr viel tut, wo man hier wirklich ja, anstrengen, also wo man eine gewisse Anstrengung aufbringen oder, nee, anders. Ja, es kann durchaus sein, dass es in dieser Woche etwas anstrengend wird in Bezug auf etwas. Wir sehen hier, dass die Hexe den Berg erklimmt mit sehr, sehr vielen Stäben. Also, es kann jetzt wirklich in dieser Woche etwas auf dich zukommen, wo du sehr viel arbeitest, wo du sehr viel zu tun hast, wo du dir möglicherweise auch sehr viel zumutest. Du kannst es dir aber auch einfacher machen. Du kannst ja auch mehrmals gehen. Ja, du kannst ja die Stäbe ebenfalls sozusagen auch aufteilen. Also diese Karte möchte dich ebenfalls auch so ein kleines bisschen daran erinnern. Gönn dir auch mal wieder eine Auszeit, weil sie warnt auch so ein kleines bisschen von einem Burnout. Ja, also hier ist die Warnung vor einem Burnout, vor einer Erschöpfung, vor Stress auch ein bisschen. Also hier kann es durchaus sein, dass es hier einen gewissen Stress gibt in dieser Woche, sehr viel Arbeit. Vielleicht auch, naja, ein gewisses, nennen wir es ruhig mal, Potenzial zum Burnout. Also hier Vorsicht, ne? Also da hat man schon eine gewisse Neigung, weil 10 Stäbe und dann noch den Berg nach oben, das ist einfach zu viel. Das ist wirklich zu viel. Okay, also pass hier ein bisschen auf. So, was haben wir jetzt hier? Die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche, interessant, weil wir haben hier den König der Kelche. Also hier kann es durchaus auch um ein Pärchen gehen, was sehr, sehr gut miteinander harmoniert. Wir hatten letzte Woche interessanterweise den König der Schwerter und die Königin der Schwerter. Ne, allerdings waren sie jetzt hier abgebildet, aber es ist jetzt auch erstmal egal. Aber das ist ja auch ein Pärchen, was gut zusammenpasst. Ja, hier habe ich das Gefühl, hier ist man in dieser Woche im Gefühl. Ja, letzte Woche war man zwar auch im Gefühl, wir hatten ja das Wasserelement, glaube ich, ne? Also wir hatten schon einige emotionale Energien in dieser Woche auch. Ich muss mal gucken, wie sich's entwickelt. Okay, Königin der Kelche, sie ist auf jeden Fall sehr im Gefühl. Das ist auch wieder eine sehr wohlwollende Energie. Aber es geht hier ebenfalls auch darum, mit der Königin hier, die sich jetzt hier zeigt, dass du dich auch um deine emotionalen Bedürfnisse kümmern darfst.
Ja, und vor allem, die guckt hier ja auch in Richtung Stress, ne? In Richtung die 10. Stäbe. Also hier kann es wirklich bedeuten, dass es in dieser Woche etwas geben könnte, was einfach zu viel ist für dich, emotional gesehen. Emotionalen Ballast ist hier auf jeden Fall zu sehen. Es kann auch wirklich bedeuten, dass du in dieser Woche durchaus sehr gefühlvoll bist, sehr nah am Wasser gebaut bist, vielleicht auch durchaus sehr medial, sehr intuitiv, gerade in dieser Woche. Und das kann bedeuten, dass es für dich ein bisschen anstrengend wird. Ja, dass du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich bin momentan zu intuitiv, ich nehme viel zu viel wahr, ich bin jetzt extra sensitiv, etwas hochsensibel, ne, oder etwas emotional und vielleicht auch etwas überempfindsam. Und das Ganze könnte dir ja so ein bisschen das Leben ruhig ein bisschen schwer machen jetzt in dieser Woche. Ja, und deswegen ist es ja für dich auch sehr, sehr wichtig, dass du dich gut um dich kümmerst. Okay, es geht wirklich darum, sich gut um sich zu kümmern, mit der Königin der Kelche. Es geht also darum, sich zu nähren. Vielleicht aber auch um andere. Ja, weil hier kann es ebenfalls auch sein, dass du in dieser Woche sehr viel für andere tust, sehr viel für andere Menschen, dass du sehr stark für andere Menschen da bist, eine gute Zuhörerin bist, ein guter Zuhörer bist, vielleicht auch sehr, sehr gute, liebevolle Ratschläge gibst diesen Menschen. Aber hier Vorsicht, Vorsicht vor zu viel. Ja, also hier wird gesagt, überanstrenge dich nicht. Ja, übertreibe es nicht hier mit der Arbeit und so weiter und so fort. Okay, ich habe aber auch das Gefühl, dass einige von euch in dieser Woche es mit jemandem zu tun bekommen können, der auch für euch da ist, der euch liebevoll auch umsorgt. Ja, das ist, also ich spüre eine Geben- und Nehmenergie. Ich bin jetzt gespannt, was dann noch die kommenden Karten auf jeden Fall sagen. Aber ich spüre eine sehr liebevolle Energie für diese Woche. Jemand ist sehr zuvorkommend, sehr großzügig dir gegenüber. Oder du bist es zu jemand anderem. Das ist durchaus auch möglich. Ja, ich spüre durchaus eine sehr wohlwollende Energie. Es kann bedeuten, dass du in dieser Woche ein Geschenk bekommst oder du beschenkst jemanden. Liebevolle Gesten spüre ich hier auch. Okay, wir gucken jetzt mal weiter. Was haben wir hier? Oh, die 6. Stäbe. Die 6. Stäbe, das ist ein Erfolg. Und was ich cool finde, dass diese sich in die 10. Stäbe spiegelt. Das heißt, hier zahlt sich etwas aus für dich. Ja, also ich habe das Gefühl, dass du entweder in dieser Woche oder aber in den letzten Tagen, vielleicht auch in den letzten Wochen, an etwas gearbeitet hast, was sich aber für dich wirklich auszahlt. Es kann also wirklich bedeuten, dass du hier Lob und Anerkennung bekommst für eine richtig krasse Arbeit, die du geleistet hast, was du getan hast. Du warst zum Beispiel für jemanden da gewesen, du machst eine sehr gute Arbeit, ja, und hier haben wir auch im Zentrum den Erfolg, den Lob, die Anerkennung, den Sieg. Das ist der Triumph. Also hier wird auf jeden Fall etwas sehr, sehr gut gelingen. Hier ist ein Sieg vorprogrammiert. Ja, also es kann auch wirklich bedeuten, dass du siegreich aus einer Situation herausgehst, die durchaus möglicherweise sehr stressig für dich gewesen ist. Ja, mit den 2 der Schwertern, was ich ein bisschen interessant finde. Also, wie gesagt, ich muss die anderen Karten jetzt noch abwarten. Aber hier sehen wir schon gewisse Zweifel. Hier ist ein Zwiespalt. Vielleicht auch eine Entscheidungslosigkeit. Aber wir sehen hier den Erfolg. Es kann vielleicht bedeuten, dass du dich fragst, wenn ich jetzt dieses oder jenes tue, wird das ebenfalls gelingen? Wird das ebenfalls erfolgreich werden? Es kann ebenfalls auch bedeuten, dass du dich vielleicht fragst, wird das wirklich gut oder bin ich wirklich erfolgreich? Und dass du vielleicht auch an deinem Wert zweifelst. Das ist in dieser Woche ebenfalls auch zu sehen. Ich muss mir jetzt noch die anderen Karten angucken. Okay, was haben wir hier für diese Woche? Der Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter, das ist jemand, der geht auf jeden Fall vorwärts. Das ist jemand, der möchte auf jeden Fall unbedingt sein Ziel erreichen, koste es, was es wolle. Das ist jemand, der ist unglaublich sehr zielorientiert, sehr entschlossen, sehr zielstrebig. Und der geht hier auf jeden Fall nach vorne. Das ist eine Energie, die kommt hier wirklich ganz, ganz plötzlich auf dich zu. Es kann auch ebenfalls bedeuten, dass man hier miteinander kommuniziert, vielleicht auch etwas klärt miteinander. Der Ritter der Schwerter spiegelt sich auch in die Königin der Kelche. Also es kann hier wirklich bedeuten, dass jemand in dieser Woche zu dir Kontakt aufnimmt, dass man dir vielleicht etwas gesagt hat oder dir etwas sagt, aber in irgendeiner Art und Weise spielt der Stress, die Überforderung hier eine Rolle. Ja, vielleicht ist es so, dass dir in dieser Woche jemand sein Herz ausschüttet oder aber umgekehrt?
Bei einigen von euch spüre ich in irgendeiner Art und Weise auch eine dritte Person. Hier spielt auch eine dritte Person in irgendeiner Art und Weise eine Rolle. Weil, ich muss dir sagen, der Schwertritter ist nicht unbedingt für Empathie bekannt. Der ist nicht unbedingt empathisch, nicht wirklich mitfühlend. Das ist jemand, der tut Dinge, der sagt Dinge, ohne drüber nachzudenken. Der ist auf sein Ziel orientiert. Der will es unbedingt erreichen, koste es, was es wolle. Ich musste gerade ein bisschen lachen, wegen der Katze hier. Die guckt so ein bisschen. Geht es vielleicht auch ein bisschen langsamer? Ne? Also, das ist hier auch zu sehen. Also, hier geht es wirklich um Entschlossenheit, um einen Kontakt, Kontaktaufnahme vielleicht auch. Ritter symbolisieren für mich persönlich auch oftmals Stimmungen und ebenfalls Launen. Und mit dem Schwertritter haben wir hier also dicke Luft, so ein bisschen. Eine frostige Stimmung, eine eiskalte Stimmung. Ne? Also, Frostbeulen bekommt man da auch regelrecht, möglicherweise bei jemandem. Einige von euch, ihr könntet es möglicherweise mit jemandem zu tun haben oder aber zu tun gehabt haben, der möglicherweise emotional etwas instabil ist. Das ist das Gefühl, was ich hier ebenfalls habe. Okay, was haben wir hier? Die 10 der Münzen. Die 10, das ist eine weitere 10 hier, die wir jetzt hier haben, neben den 10 der Stäben. Die 10 der Münzen, das ist der dicke, fette Jackpot. Das ist wirklich der Reichtum. Das ist der Wohlstand. Das ist die maximale Sicherheit. Also es kann auch lediglich für dich bedeuten oder beziehungsweise für einige von euch, dass einige von euch in dieser Woche sehr zielbestrebt sind, sehr zielorientiert, wenn es wirklich darum geht, langfristigen Erfolg, langfristige Sicherheit und langfristige Fülle zu erreichen. Da kann es wirklich sein, dass du jetzt wirklich auch einiges dafür tust und dir vielleicht auch deswegen etwas auch mal den Popo auf, dir den Popo aufreißt, ne? Um dann wirklich an dein Ziel zu kommen. Das ist durchaus möglich. Ja? Mit dem Sieg und dem Triumph hier auch im Zentrum des Readings. Habe ich auch das Gefühl, dass einige von euch in dieser Woche das auch auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise schon erreichen oder schon etwas erreicht haben. Ja, dass du in dieser Woche sehr viel Lob bekommst, sehr viel Anerkennung. Ja, und ich spüre hier, ich sage es nochmal, eine durchaus sehr wohlwollende Energie. Ich spüre hier auch Nächstenliebe. Ja, es ist wie, als ob entweder du hier wirklich jemanden unterstützt, sehr großzügig bist. Jemandem gegenüber oder man ist es durchaus auch dir gegenüber, dass du ein Geschenk bekommst, sehr viel Lob, sehr viel Anerkennung, dass dir jemand ebenfalls auch hilft. Ja, das ist auch zu sehen, weil wir haben hier die Königin der Kelche, die tut sehr viel, vielleicht auch ein bisschen zu viel für andere und deswegen ist es jetzt auch ein Hinweis für dich. Kümmere dich auch mal wieder um dich, nicht immer nur zu viel um andere, falls es bei dir der Fall sein sollte. Ich muss dir sagen, für einige von euch spüre ich auch Energien, wo ein bisschen Neid mit einer Rolle spielt, weil ich habe hier Energie von Erfolg. Ein schönes Familienleben, ein schönes, ja, Familienleben, alles ist schön, man hat schöne Zeiten und so weiter. Jemand ist möglicherweise auch so ein bisschen im Mittelpunkt in dieser Woche. Und deswegen habe ich das Gefühl, gibt es eine außenstehende Energie, die da irgendwie versucht, so ein bisschen dazwischen zu funken. Ja, also das spüre ich auch. So, jetzt bin ich mal gespannt, was denn jetzt noch die anderen Karten dazu sagen werden. Ich habe übrigens alle Kartendecks am Anfang vorgestellt. So. Während ich mische, überlege ich, was ich dazu jetzt noch wahrnehme. Also, hier kann es wirklich bedeuten, dass du in dieser Woche jetzt auch schon einiges tust, wirklich um dein Ziel zu erreichen, um zum Erfolg zu kommen, um vielleicht auch Lob und Anerkennung zu bekommen von jemandem. Apropos, ich habe hier jemanden bei einigen von euch, das kann eine, ja, das ist wahrscheinlich eine außenstehende Person, die sich vielleicht versucht, so ein kleines bisschen im Mittelpunkt zu drängen. Ja. Weil du in irgendeiner Art und Weise bist wirklich hier für jemanden angesagt, bist für jemanden interessant. Jemand ist hier für dich da. Und da gibt es irgendwie noch eine Energie, die da versucht, irgendwie so ein bisschen dazwischen zu funken, die da auch gesehen werden möchte. Ja, also hier geht es sehr stark darum, dass man hier in irgendeiner Art und Weise im Mittelpunkt ist, sehr viel Lob bekommt, sehr viel Anerkennung, sehr viel Wertschätzung für eine sehr, sehr gute Arbeit, die man getan hat. Gute Arbeit, harte Arbeit zahlt sich aus, aber Vorsicht vor einem potenziellen Burnout, ja. Kontaktaufnahme ist denkbar, verreisen, Besuch bekommen oder zu einem oder jemanden besuchen, das nehme ich hier auch wahr. So, weitere Energien bitte
Nee, warte mal, den muss ich mal zurücknehmen. Also, ich bekomme jetzt noch einmal für einige von euch hier jemanden rein. Hier ist jemand emotional überfordert, vielleicht auch emotional instabil. Hier hat jemand seine Emotionen, seine Gefühle nicht im Griff. Ja, also so jemanden nehme ich hier wahr. Entweder ist es ein Gegenüber von dir oder aber es könnte es vielleicht auch du sein. Ja, wir gucken jetzt mal weiter. Was sagt denn das Lendermoor? Weitere Energien jetzt bitte für diese Woche, für das Kollektiv. Weitere Botschaften bitte jetzt in dieser Woche für das Kollektiv. Der 30. bis 6. Oktober. Schauen wir doch mal. Weitere Energien bitte jetzt für diese Woche. Sie müssen bitte rausfallen, die Karten. Okay. Noch einer. Noch eine Woche, sage ich schon. Noch eine Karte, bitte. Jetzt für diese Woche. Noch eine Karte, bitte. Für diese Woche. Ah, mit der fange ich mal an. Das ist der Berg, der sich aber umgekehrt zeigt, okay? Naja, macht aber nichts. Es wird so gedeutet, wie ich es reinbekomme, also intuitiv. So, also wir haben jetzt hier den Berg. Der Berg kann natürlich für etwas komplett, also so richtig, richtig Festes stehen. Ein Berg ist nicht leicht zu bewegen. Steht also ebenfalls auch oftmals für gewisse Herausforderungen, für gewisse Hindernisse, die sich jetzt hier auf jeden Fall zeigen. Ja, ich habe aber das Gefühl mit dem Schwertritter, dass du diese mit Leichtigkeit überwinden kannst. Weil wir sehen hier, der ist ja auf dem Besen und fliegt. Also kann man durchaus mit diesem Besen mit Leichtigkeit diese Herausforderung natürlich überwinden. Ja? Also so bekomme ich das hier ebenfalls gerade rein. Also sollten sich hier in dieser Woche irgendwelche Hindernisse oder Herausforderungen zeigen, kannst du diese auf jeden Fall natürlich mit Leichtigkeit überwinden. Also das ist zu sehen. Ja, also das wird in irgendeiner Art und Weise spielt hier also Stress, Überforderungen, Hindernisse, Herausforderungen also eine gewisse Rolle. Und ich sage es nochmal, es ist wichtig, höre bitte auf deinen Instinkt. Lass dich hier nicht reinquatschen, lass dir hier nichts irgendwie erzählen, vertraue nicht unbedingt deinen inneren Kobolden, ne, also dein Menschenverstand, der dir wirklich, oder dein Verstand, der dir wirklich einreden möchte, du kannst dies nicht, du kannst das nicht. Ja. Also hier wird gesagt, hey, du kannst das, hör auf deinen Instinkt, lass dich führen. Okay, lass mal schauen, was haben wir hier drunter? Die Unterstützung. Ach, guck mal, du hast ja die Unterstützung. Und ja, das ist genau das, was ich hier in irgendeiner Art und Weise auch schon gesagt habe. Ne? Also du bekommst in dieser Woche auf jeden Fall Unterstützung. Vielleicht sogar auch gefühlvolle, mitfühlende, wohlwollende Unterstützung von jemandem, der sehr liebevoll ist. Möglicherweise ein Wasserzeichen. Krebs, Fische, Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent. Ja, weil wir haben hier die Königin der Kelche und den König der Kelche. Kann also durchaus für ein Wasserzeichen stehen. Aber ich würde es jetzt davon, um Gottes Willen, nicht abhängig machen. Ich hätte jetzt hier noch eine weitere Hofkarte mit dem Schwertritter. Das wäre jetzt Luftzeichen, also Wassermann, Zwillinge, Waage. Vielleicht hat es auch mit so einem Zeichen zu tun. Familie spielt in dieser Woche hier eine wichtige Rolle. Unterstützung diese Woche ist auf jeden Fall zu sehen. Unterstützung bei gewissen Hindernissen, bei gewissen Herausforderungen. Ja, das ist zu sehen. Entweder unterstützt du jemanden oder aber ihr unterstützt euch gegenseitig oder dich unterstützt jemanden. Ja, das ist durchaus zu sehen. Okay, was haben wir hier? Die Sense. Die Sense steht auf jeden Fall eine weitere 10 hier schon wieder, ne? Ja, eine 10. Die Zahl 10 steht auf jeden Fall natürlich für Ende, Anfang. Sie steht... ich fange mit dem Positiven an. Sie steht auf jeden Fall dafür, die Zeit 10. Etwas geht zu Ende, etwas Neues beginnt. Aber ich habe hier auch so ein bisschen das Gefühl, pass hier so ein kleines bisschen auf, dass sich ein Zyklus nicht wiederholt. Ja, also da ist so ein kleines bisschen eine gewisse Warnung. Ende, Anfang, hopp oder top, das ist die Energie der 10. Hopp oder top. Ja, alles oder nichts. Es kann also ebenfalls auch sein, dass einige von euch in dieser Woche einiges auch riskieren. Alles oder nichts. Oder jemanden, mit dem du es zu tun hast. Aber die Sense ist auf jeden Fall eine Energie, da wird etwas gekürzt, etwas wird durchgeschnitten. Das ist auch eine Energie, die durchaus sehr plötzlich reinkommt. Apropos plötzlich,
Schwertritter, es kann bedeuten, dass sich hier jemand plötzlich bei dir meldet, dich vielleicht auch plötzlich besucht, plötzlich vor der Tür steht vielleicht auch, sich bei dir meldet oder du etwas erfährst, vielleicht auch Erkenntnisse bekommst, plötzliche Erkenntnisse, das ist auch zu sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze hier auf jeden Fall noch entwickelt. Das Reading, die Sense, also steht ebenfalls auch natürlich für eine potenzielle Gefahr, wo ich aber jetzt hier das Gefühl habe, naja, dass diese sogenannte Gefahr nicht viel ausrichten kann, weil ich habe hier durchaus sehr wohlwollende, erfolgreiche Energien, weil auch die 10 der Münzen steht für einen gewissen Erfolg, für Reichtum und Fülle. Und hier die 6 der Stäbe im Zentrum, das ist der Erfolg, das ist der Sieg und der Triumph. Also solltest du es wirklich in dieser Woche mit einer bestimmten Herausforderung zu tun haben, was auch immer das für eine ist, du schaffst das. Du wirst hier triumphieren, du schaffst das. Ja, es ist wie, als ob dir eine Energie entgegengeknallt wird oder vor die Füße fällt oder eine Energie auf dich zukommt, vielleicht auch ein bestimmter Mensch, der dir hier dich da so ein bisschen davon, naja, abbringen möchte, die dir hier wirklich versuchen, entschuldige jetzt bitte für die Ausdrucksweise, die dir versuchen, in die Suppe zu spucken. Ja, dass du das nämlich hier wirklich war. Aber was auch immer das ist, du schaffst das. Du hast den Sieg, du hast den Triumph hier im Zentrum. Ja, also du kannst es hier auf jeden Fall. Natürlich ist es jetzt hier auch ein Hinweis darauf, dass gewisse Hindernisse und Herausforderungen gekürzt werden mit der Sense. Die Sense ist auch eine Arbeitskarte, ne? Weil eine Sense, das ist ja auch so ein, das ist ein Arbeitsgerät, da hackt man oder da senzt man ja das Getreide und so weiter weg. Also hier sieht man auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Vielleicht auch ein bisschen zu viel Arbeit, zu viel Stress. Das ist ja zu sehen hier bei einigen von euch. Okay, was haben wir hier? Die Schlange. Vorsicht hier vor einer Schlange in dieser Woche. Also ich hätte jetzt beinahe was gesagt, aber ich beherrsche mich. Ich beherrsche mich. Ne? Also hier haben wir durchaus eine Gegenüberenergie. Entschuldige jetzt bitte für die Ausdrucksweise. Ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel. Ich habe hier schon eine gewisse falsche Schlange, die sich hier wirklich zeigt. Vorsicht hier. Vorsicht vor einer störenden Energie. Das nehme ich hier auf jeden Fall wahr. Aber ich sehe, du bekommst Unterstützung. Interessant, guck mal. Bei einigen, okay, das ist sehr speziell, das ist wirklich sehr spezifisch, diese Botschaft. Einige von euch, ihr bekommt Unterstützung von einem Sternzeichen Fischer. Fischer, die Königin der Kelche, beziehungsweise hier, der Kelchritter. Kelchkönig, so. Ja, einige von euch, ihr habt es hier mit einem Fisch zu tun, Sternzeichen Fischer. Es kann hier natürlich auch um finanzielle Unterstützung gehen. Unterstützung finanziell gesehen, vielleicht bekommst du ein Geldgeschenk oder etwas Materielles geschenkt. Vielleicht hast du Geburtstag, dann Happy Birthday. Das kann ja sein. Aber das ist wirklich sehr spezifisch. Einige von euch, ihr bekommt Unterstützung von einem Sternzeichen Fische. Oder aber du unterstützt einen Fische. Das ist durchaus natürlich auch möglich. Ja, das ist ein bisschen speziell, aber andere Botschaften für andere Menschen. Also hier sehen wir auch auf jeden Fall, für einige von euch, hier zeigt sich eine Energie, eine andere Person, die ist ein bisschen störend, sage ich so, wie es ist. Die verursacht ein bisschen Stress. Das ist zu sehen. Aber trotzdem wird gesagt, du schaffst das, weil du hast den Sieg, du hast den Triumph im Zentrum des Readings. Ja, diese Energie, die kann dir nichts, sage ich dir wirklich so, wie es ist. Und um das jetzt noch mal ganz kurz, um dir jetzt noch mal ganz kurz etwas dazu zu sagen: Die Schlange steht ja ebenfalls auch für Heilung. Sie steht für Heilung und sie kann, sie hat kein Problem damit, ebenfalls auch Hindernisse zu überwinden. Sie schafft es, da hochzukommen. Ja? Indem sie sich da einfach durchschlängelt oder über den Berg schlängelt. Ne? Also sie schafft das. Du kannst hier Herausforderungen, Hindernisse auf jeden Fall überwinden. Aber ich sehe hier auch eine Energie, Schrägstrich einen Menschen, der hier dir versucht oder euch oder wen auch immer hier so ein bisschen versucht, das Leben etwas schwer zu machen. Ja? Entweder bewusst oder unbewusst. Also hier ist auf jeden Fall eine Energie, die ist ein bisschen störend. Ja? Ich habe hier eine weibliche Energie. Durch die Schlange ist natürlich auch so diese weibliche Energie. Also könnten es einige von euch auch mit einer Frau zu tun haben oder vielleicht auch mit einem Mann, der sehr feminin ist in dieser Woche. Ja? Und ich sage es nochmal, höre hier bitte unbedingt auf deinen Instinkt. Na? Lass dir nichts einreden. Lass dich nicht irgendwie manipulieren. Lass dich nicht zu irgendetwas überreden, was du nicht möchtest.
Also hier ein bisschen Vorsicht, okay? Weil ich nehme hier wirklich störende Einflüsse wahr. Und Sensen, die können auch verletzen. Sensen tun weh, ihr Lieben. Ja, also hier könnten einige von euch das hier mit jemandem zu tun haben, mit einer weiblichen Energie, die andere verletzen kann, die sehr verletzend ist. Ja. Es kann dich betreffen oder vielleicht auch jemanden, der dir wirklich sehr, sehr nahe steht. Ja. Und dass du quasi der Außenstehende, dass du die außenstehende Person bist, quasi, ja. Okay, jetzt gucken wir weiter. Diese Woche, was ist die Energie in dieser Woche? Hätte ich jetzt ganz gerne eine Karte für diese Woche. 30. September bis 6. Oktober in dieser Woche. Okay, da haben wir sie schon. Drunter folgende Energie. Da haben wir sie, die Knospen. Es geht ja also um Expansion und Neubeginne. Also hier expandiert etwas. Hier wird etwas mehr. Also es ist wie, als ob möglicherweise dein Erfolg, der Sieg oder was auch immer, die Anerkennung, sich hier wirklich ausdehnt, sich erweitert. Und es geht ja auch um Neubeginn. Also es kann auch wirklich bedeuten, dass du in dieser Woche mit etwas Neuem beginnst. Ein neues Projekt, du gehst in eine neue Richtung vielleicht auch. In eine Richtung, in Richtung Erfolg. In Richtung Erfolg. Okay, sehr interessant. Also das ist zu sehen. Ja, und das ist auch, was ich, das, was ich hier wirklich wahrnehme. Einige von euch, ihr geht hier wirklich in dieser Woche, ihr macht hier einen bestimmten Schritt. Vielleicht wollt ihr auch verreisen oder so. Da habe ich wirklich das Gefühl, dass du in dieser Woche einiges wirklich dafür tust, sehr viel arbeitest, um hier wirklich langfristige Sicherheit und Stabilität und Fülle und so weiter zu erreichen. Ja, das wird übrigens auch gelingen mit den 6er Stäben, das ist zu sehen. Also hier wird etwas mehr, etwas blüht auch. Ja. Die Knospen, manche sind noch zu, die gehen ebenfalls auch noch auf. Ja, also hier erwartet sich etwas, etwas wird mehr. Das ist hier auf jeden Fall zu sehen. Sehr schön. Was ist denn jetzt hier rausgefallen? Die Motte. Das ist spannend. Die Motte steht für Geheimnisse. Sie steht für eine Verheimlichung und für Illusionen. Die Motte steht also ebenfalls auch für eine Verheimlichung, für etwas wird verschleiert. Es kann durchaus auch sein, dass jemand etwas verschleiert. Das ist ebenfalls auch zu sehen. Ja, etwas wird hier verschleiert, etwas ist vielleicht noch nicht unbedingt spruchreif. Es kann auch wirklich bedeuten, dass für einige von euch vielleicht ein Neubeginn noch im Geheimen, im Verborgenen liegt. Auch das ist durchaus möglich. Und was ich hier auch sehe, hier drunter, guck mal, da haben wir die Ernte. Und da haben wir hier ebenfalls auch die harte Arbeit. Also einige von euch, ihr seid in dieser Woche durchaus sehr beschäftigt, hart am Arbeiten für einen Neubeginn, für etwas Neues zum Beispiel auch. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass einige von euch in dieser Woche durchaus auch sehr viel Anerkennung, möglicherweise auch sehr viel Lob und Wertschätzung bekommen. Ja, also das ist das, was ich auch wahrnehme. Aber hier geht es wirklich um eine Verheimlichung, eine Verschleierung, möglicherweise auch um eine Illusion. Also es kann durchaus auch sein, dass hier etwas oder jemand nicht richtig eingeschätzt wird. Dass man sich vielleicht auch in Bezug auf etwas oder jemanden etwas vormacht, was ich jetzt aber erstmal nicht wirklich glaube. Ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass dir diese Verschleierung, diese Verheimlichung von dieser außenstehenden Energie, von dieser anderen Person hier auf jeden Fall ausgeht. Ja, also das ist durchaus auch zu sehen. Spannend. So, und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Deck. Etwas wird nicht richtig gesehen. Etwas wird vielleicht auch falsch eingeschätzt oder jemand wird falsch eingeschätzt. Kann vielleicht auch bedeuten, dass jemand mit der Sprache nicht rausrückt, aus etwas ein Geheimnis macht. Okay, lass mal sehen, was sagt denn jetzt hier das, dieses Kartendeck? Lass mal schauen, was ist jetzt die weitere Energie für diese Woche? 30. September bis 6. Oktober in dieser Woche, was ist jetzt hier die Energie? Eine weitere Botschaft jetzt für diese Woche. Im Kollektiv. Ich habe das Gefühl,
dass ich ganz gern noch eine möchte. Etwas wird mehr, höre ich gerade. Etwas wächst, etwas wird mehr. Möglicherweise auch die Finanzen. Euer Selbstwert. Etwas expandiert. Du expandierst vielleicht. Du erweiterst möglicherweise auch deinen Horizont, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen oder etwas Bestimmtes für dich zu erreichen oder etwas expandiert, Neubeginn, etwas Neues entsteht. Oder aber vielleicht noch nicht wirklich das Ganze greifen kannst, wo du nicht wirklich weißt, okay, ich spüre zwar, dass etwas Neues entsteht, kann aber noch nicht genau sagen, was es ist. Ja, also das habe ich hier auch. Gut, ich hätte ganz gerne hier noch eine Karte aus diesem wundervollen Deck für diese Woche. Noch in dieser Woche eine weitere Botschaft. In dieser Woche, das ist der 30. September bis 6. Oktober in dieser Woche. Eine weitere Energie. Weitere Energie. Also ich sage dir gleich, was ich hier fühle nebenbei. Noch eine Karte hätte ich ganz gerne noch für diese Woche. Okay, bevor ich dazu komme, sage ich dir erstmal ganz kurz, was ich hier wahrgenommen habe. Also pass auf, ich habe hier ein Szenario und ich muss das Ganze auf jeden Fall natürlich allgemein halten und anhand eines Beispiels dir nennen. Du weißt jetzt nun wirklich am besten, wie das Ganze und ob es wirklich für dich passt, ja? Ich muss es allgemein halten, weil allgemeines Orakel und so. Ich habe hier wirklich etwas, es ist wie, als ob man hier in irgendeiner Art und Weise wirklich erfolgreich ist, als ob man hier wirklich total schöne Zeiten hat. Aber dann kommt hier irgendwie eine Energie, die wirklich als sehr, sehr störend empfunden wird, die wirklich etwas, ich sage es mal so, wie ich es merke, die versucht hier etwas zu versauen. Ja? Entweder bewusst oder unbewusst, oder wo man zumindest das Gefühl hat, okay, ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch oder diese Energie mir das hier wirklich versauen möchte. Also so nehme ich das Ganze hier wirklich wahr. Das ist ganz interessant. Ich meine, der Schwertritter muss nicht unbedingt was Negatives immer sein. Das ist mir bewusst. Aber ich spüre das Ganze hier wirklich als sehr, sehr störend. Also auch so mit den 10. Stäben, mit der Sense und auch noch mit der Schlange hier so ein bisschen. Also ich wäre hier vorsichtig ein kleines bisschen, okay? Es kann lediglich auch bedeuten, dass du in dieser Woche sehr viel zu tun hast oder sehr beschäftigt bist. Es müssen, nicht jeder von euch muss es jetzt mit störenden Einflüssen in dieser Woche zu tun haben. Okay, aber das ist das, was ich hier schon so ein bisschen wahrnehme. Man hätte schöne Zeiten, man ist fröhlich, aber dann kommt etwas, was einem das Ganze so ein bisschen versaut. Ja, so merke ich das. So, jetzt nun die Karte Charity. Steht im Prinzip so etwas wie für Nächstenliebe, für Wohltätigkeit. Und das ist genau das, was ich dir auch schon gesagt habe. Jetzt haben wir hier quasi noch einmal die Bestätigung. Also, Nächstenliebe, das kann jetzt durchaus sein, dass man dir gegenüber in dieser Woche sehr wohlwollend ist, dass du beschenkt wirst, dass du unterstützt wirst, ja, von einem lieben Menschen, von einem Familienmitglied vielleicht auch, von deinem Partner, Partnerin, von einem Freund oder guten Freundin, von deinen Engeln, ne? Also hier sieht man Unterstützung, Nächstenliebe, was auch jetzt ein Hinweis darauf sein kann, dass auch du vielleicht auch anderen Menschen oder einem bestimmten Menschen gegenüber so bist. Und dein Herz öffnest und diesen Menschen unterstützt in irgendeiner Art und Weise. Ja, das ist auf jeden Fall zu sehen. Nächstenliebe, man bekommt hier ein Geschenk. Liebevolle Gesten, liebevolle Worte, Unterstützung, seelische, moralische Unterstützung. Das ist hier auf jeden Fall zu sehen. Und trotzdem, lass dich hier nicht einreden. Ich spüre hier wirklich störende Einflüsse. Und ich habe das Gefühl, dass diese Energie etwas verbirgt. Ja. Es ist wie, als ob diese Energie oder dieser Mensch eine bestimmte Absicht verfolgt. Ja? Okay, lass mal schauen. Was haben wir jetzt hier drunter? Schon wieder die Naturgeister. Naturgeister, und die haben wir hier übrigens auch. Das Thema Natur könnte also für einige von euch in dieser Woche ebenfalls wichtig werden, zum Beispiel mehr rauszugehen in die Natur, ebenfalls auch um die eigenen Gedanken ebenfalls zu klären. Ja? Wir haben jetzt hier die Limitierung bzw. die Begrenzung. Und ich habe das Gefühl, in irgendeine Art und Weise kann es also für dich bedeuten, dass du dich hier selbst begrenzt, dass du dich vielleicht auch etwas kleiner machst. Und da habe ich aber das Gefühl, mit der Karte Charity und mit der Unterstützung
dass du vielleicht unterstützt wirst, dass man dir gut zuredet, dass man sagt, hey, du schaffst das schon, du packst das. Ja? Oder aber du kennst jemanden, der sich selber hier wirklich begrenzt, der vielleicht auch ja, so klein denkt oder sich klein macht, sich selbst vielleicht auch schlecht macht, dann habe ich das Gefühl, du bekommst hier guten Zuspruch, du bekommst hier Lob und Anerkennung, du wirst hier unterstützt. Ja, das ist auf jeden Fall zu sehen. Man begrenzt sich hier ebenfalls auch selbst. Und trotzdem spüre ich gleichzeitig auch eine gewisse Erweiterung. Ich habe auch das Gefühl, dass einige von euch jetzt immer mehr und mehr über gewisse Grenzen hinausgehen. Dass du zum Beispiel etwas mutiger wirst, dass du dir etwas mehr zutraust, auch wenn du gewisse Zweifel hast. Ja? Das sehe ich hier auch. Okay, was haben wir hier für eine Karte? Jetzt habe ich hier einen Fleck auf der Karte. Meine Güte. Okay, was haben wir hier? Das ist die Vorsicht. Das ist die Vorsicht. Und wir sehen hier, dass dieser Mensch sein Herz hier so ein bisschen schützt. Ja, wir haben hier den Herzbereich und diese Frau macht hier diesen, ne? Und es ist wie, als ob dieser Mensch, dieser Frau, hier wirklich ihr Herz schützt. Also deine Schutzengel möchten dir hier auch sagen, pass hier ein bisschen auf, sei hier vorsichtig. Ja? Nicht jeder Mensch, der sagt, ich meine es nur gut, meint es auch wirklich gut. Also hier vielleicht ein bisschen Vorsicht. Hier könnte es jemanden geben, der seine wahren Absichten möglicherweise verschleiern könnte. Ja, das ist durchaus denkbar. Was jetzt ebenfalls auch für dich bedeuten kann, dass du vielleicht in dieser Woche etwas übervorsichtig bist. Ja, aufgrund von, ja, dass du vielleicht auch etwas misstrauisch bist, dass du ja in der Vergangenheit schon mal verletzt wurdest und deswegen bist du auch vorsichtig und schützt auch ein bisschen dein Herz. Das ist in dieser Woche auch auf jeden Fall sichtbar für einige von euch. Vielleicht haben einige von euch ebenfalls auch so ein bisschen das Problem, annehmen zu können, weil das Thema annehmen können ist ja auch ein Thema, weil ich habe hier liebevolle Energien, wohlwollende Energien, ja. Aber trotzdem ist hier ein gewisser Schutz. Sagt man trotzdem, nein, ich lasse dich jetzt hier nicht an mein Herz rein, ja. Entweder zu Recht oder aber vielleicht zu Unrecht, weil ich muss dir sagen, ich spüre solche und solche Energien. Ich spüre sowohl jemanden, der sehr wohlwollend ist, sehr liebevoll, als auch jemanden, der ein bisschen, naja, nicht ganz so ist, wie ich eben gesagt habe. Das sagen wir jetzt wirklich mal so. Also hier ist auch eine gewisse Vorsicht. Das kann also jetzt ebenfalls auch für dich bedeuten, dass du jetzt einfach sagst, okay, ich gehe jetzt in dieser Woche kein unnötiges Risiko ein. Ja, das ist durchaus natürlich auch denkbar. Also das sind hier alles Energien. Die sind schon sehr, ja, die sind sehr mysteriös. Das sind wirklich mysteriöse Energien in dieser Woche. Es kann durchaus auch sein, dass es hier jemanden gibt, das kannst du sein oder auch jemand anderes aus deinem Umfeld, der sich hier wirklich leicht ausnutzen lässt. Ja, so jemanden habe ich hier auch. Also ich muss dir ja auch sagen, den ersten Impuls, den ich jetzt hier wirklich hatte, als ich die Karte jetzt umgedreht hatte, das ist ja auch meistens wirklich der richtige. Ja? Und mein erster Gedanke, und sowas denke ich normalerweise nicht, oder zumindest sehr selten. Ich habe hier wirklich gedacht, boah, falsche Schlange. Also hier wirklich Vorsicht vor jemandem. Ja? Hier ist jemand falsch, hier ist jemand ein falscher 50er, ich wäre vorsichtig. Ja, hier guck mal, Caution, die Vorsicht, ne? Die haben wir hier. Aber ich sehe, du weißt das. Du weißt es, dass du vorsichtig sein darfst. Okay? Also hier kann wirklich jemand verletzend sein. Aber trotzdem wirst du hier unterstützt in dieser Angelegenheit. Und ich sage es nochmal, du wirst einen Sieg davontragen. Du wirst triumphieren können. Mit was auch immer du jetzt hier konfrontiert wirst oder aber wurdest. Du schaffst das, okay? Du schaffst das. So. Okay, ich habe die jetzt gerade wieder zurückgenommen. Ich weiß überhaupt nicht warum. Die hat sich doch gerade eben gezeigt. Okay, die wollte auf jeden Fall schon mal. Was zeigt sich noch in dieser Woche? 30. September bis 6. Oktober in dieser Woche. Noch eine Karte hätte ich ganz gern. Eine Karte noch für diese Woche. So, ich hätte ganz gerne noch eine. Noch eine.
Okay, sehr schön. Da haben wir sie. So, die eine hebe ich mal eben auf. Na, mit der fange ich jetzt auch mal an. So, da haben wir die große Göttin, bringe die weiblichen und männlichen Energien im Einklang. Das kann jetzt ja ein Hinweis für dich sein, dass du jetzt auch mal wieder deine Energien in ein Gleichgewicht bringen sollst. Und ich höre auch gerade, kläre deine Energie. Das Thema Energie klären wird ebenfalls auch wichtig werden für einige von euch in dieser Woche, dass du zum Beispiel jetzt irgendetwas tust, um deinen Kopf frei zu kriegen, dass du zum Beispiel etwas tust, was dich wirklich erhebt, was erhebend ist ebenfalls auch für dich, ne? Also quasi, dass du dich Dingen widmest, die du einfach wirklich liebst. Das ist damit gemeint. So. Was haben wir hier drunter? Tor zu Glastonbury, du bist hier richtig. Okay, du bist hier richtig. Es ist wie, als ob du dich wirklich jetzt einem Projekt widmen möchtest, zum Beispiel. Und deswegen wird hier gesagt, hey, du bist hier genau goldrichtig. Das, was du tust, ist richtig. Ja, zum Beispiel ist auch beruflich. Du bist hier richtig. Du bist am richtigen Ort. Du liegst vielleicht auch mit etwas richtig. Hast vielleicht auch eine bestimmte Ahnung in Bezug auf etwas oder jemanden. Ich höre auch, du bist willkommen. Du bist bei jemandem willkommen. Bei deinen Geistführern, bei deinen Engeln, bei bestimmten Menschen zum Beispiel auch. Okay, spannend. Was haben wir hier? Das ist die Karte, die ich aus Versehen wieder zurückgepackt hatte. Die himmlische Liebe. Handle zum Wohle aller. Auch wieder das Thema Nächstenliebe hier, ne? Das Thema Nächstenliebe ist hier auf jeden Fall schon sehr. Spannend. Also, was ich jetzt hier gerade fühle. Pass auf, weißt du, was ich jetzt gerade fühle? Hier kann es wirklich sein, dass einige von euch mit jemandem oder es mit jemandem zu tun haben oder bekommen, der ist sehr liebevoll euch gegenüber, ein Wohltäter, eine Wohltäterin, macht euch Komplimente, beschenkt euch. Du könntest daran zweifeln. Du sagst dir, Moment mal, was ist das jetzt? Was hat denn das jetzt hier zu sagen? Vielleicht bist du etwas misstrauisch und sagst dir, okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen auffällig. Dieser Mensch ist jetzt nun wirklich ein bisschen zu nett, zu hilfsbereit. Generell muss ich dir auch sagen, sage ich wirklich, sei vorsichtig vor Menschen, die wirklich zu nett sind, zu hilfsbereit, die dich überschütten mit Komplimenten. Also da Vorsicht. Ja, Vorsicht vor solchen Menschen. Und deswegen kann es also durchaus sein, dass einige von euch es in dieser Woche mit so jemandem zu tun haben. Na, der. Ich will, also ich glaube nicht, dass es hier ein Mensch ist oder dass einige von euch es mit jemandem zu tun haben, der etwas Böses beabsichtigt. Das glaube ich nicht. Ich habe schon das Gefühl, da ist jemand, der meint es wirklich gut. Aber trotzdem könnte es sein, dass du vorsichtig bist, dass du trotzdem zweifelst. Ja, also das nehme ich hier ebenfalls auch wahr. Also, handle zum Wohle aller. Nächstenliebe wird hier in dieser Woche wichtig. Zum Beispiel machst du eine Wohltätigkeitsarbeit. Vielleicht nimmst du an Spendenorganisationen irgendwie teil. Ne? Also sowas in der Richtung spielt hier eine Rolle. Oder du unterstützt jemanden. Du gehst möglicherweise für deine Großeltern einkaufen oder was weiß ich. Ne? Also sowas in der Richtung, das ist hier zu sehen. Okay, was haben wir hier? Befreiung. Du kannst alles lenken. Du kannst alles lenken. Ebenfalls auch deine Energie. Und vor allem das, worauf du bisher deinen Fokus gerichtet hast. Befreiung, du befreist dich hier, du bist hier richtig, haben wir hier die Karte. Du bist hier richtig, du befreist dich. Also hier kann es wirklich bedeuten, dass du jetzt auf Menschen triffst oder an einen Ort fährst, wo du das Gefühl hast, okay, hier bin ich genau richtig. Ja, das ist ebenfalls auch zu sehen. Also trotzdem sehr, sehr mysteriöse, sehr mystische Energien. Lass mich bitte ganz kurz überlegen, was ich dazu jetzt noch wahrnehme, bevor ich jetzt hier das Reading beende. Befreiung, Befreiung. Zu viel Arbeit, Vorsicht vor Belastung. Hier ist eine Energie oder jemand emotional relativ instabil. Das ist das, was ich hier wirklich wahrnehme bei einigen von euch. Sehr nah am Wasser gebaut, sehr, sehr gefühlvoll. Ein Reifeprozess findet hier übrigens auch statt, ebenfalls auch ein Wachstumsprozess. Ihr Lieben, ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Okay, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz doll fürs Zusehen. Und wenn das Video geholfen und ebenfalls gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ebenfalls über ein Abo freuen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Tschüss.